Herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Die Sportlehrer. Heute wollen wir uns mit der Thematik des Krafttrainings befassen. Im Speziellen werden wir uns mit dem Training der Maximalkraft beschäftigen und dies so einfach wie möglich erklären. Die erste Devise bei jedem Training ist: Ohne Trainingsreiz findet kein Wachstum statt. No pain, no gain. Hört sich im ersten Moment ziemlich simpel an. Aber wenn wir zur Tat schreiten wollen, kommen vor allem als Anfänger einige Fragen auf. Zum Beispiel: Wie sieht ein solcher Trainingsreiz aus? Wie viele Wiederholungen muss ich machen? Wie lang sollten die Pausen sein und ist jeden Tag trainieren sinnvoll? Die Antworten auf diese Fragen finden sich in den sogenannten Belastungsnormativen bzw. Belastungsmerkmalen wieder. So kann die Belastung als methodische Steuergröße im Konditionstraining, in unserem Fall des Krafttrainings, eingesetzt werden. Aus diesem Grund fangen wir mit einer kleinen Einführung von Fachbegrifflichkeiten an, um das eigentliche Training verständlich und individuell strukturieren zu können. Folgende Begrifflichkeiten sind unumgänglich, um Training zu planen und den dazugehörigen Erfolg zu erzielen: Belastungsintensität, Dauer bzw. Wiederholung, Serie bzw. Satz, die Belastungsdichte bzw. Pause, die Ausführung und die Trainingshäufigkeit bzw. die Trainingsfrequenz. Um die Belastungsnormative für das Training zu erläutern, bietet sich eine kurze Erklärung der jeweiligen Begrifflichkeit an. Kommen wir zur Belastungsintensität. Die Belastungsintensität wird, wie der Name vermuten lässt, durch die Intensität der Belastung während des Trainings ermittelt. So wird in der Regel die Last in Form des prozentualen Anteils der Maximalkraft angegeben. Falls hier eine Auffrischung der Begrifflichkeit Maximalkraft erforderlich ist, empfehlen wir unser Erklärvideo Maximalkraft – eine Begriffsbestimmung. Als Beispiel gehen wir davon aus, dass die Maximalkraft beim Bankdrücken 100 kg beträgt. Und für das Training möchten wir 70% der Maximalkraft trainieren. Somit kommen wir auf eine Belastungsintensität von 70 kg in unserem Training. Die Maximalkraft kann isometrisch oder konzentrisch ermittelt werden. Falls hier von den Begrifflichkeiten eine Auffrischung erforderlich ist, empfehlen wir unser Erklärvideo Kontraktionsform, Arbeitsweise der Muskulatur. Kommen wir zur Dauer bzw. zu den Wiederholungen. Bei der Belastungsdauer sprechen wir im Krafttraining meist von der Anzahl der Wiederholungen. Somit entspricht die Belastungsdauer der zeitlichen Dauer einer Übung, die mit Hilfe der Anzahl der Reizhäufigkeit beschrieben werden kann. In der Fachliteratur spricht man auch von der sogenannten Time Under Tension, der TUT, also die Zeitdauer, in welcher der Muskel unter Spannung steht. Kommen wir zur Serie bzw. zum Satz. Eine Serie bzw. ein Satz ist die Betrachtung der Anzahl von Wiederholungen einer Übung. Dabei kann die Wiederholungszahl pro Serie, pro Satz, je nach der spezifischen Zielsetzung des Krafttrainings variieren. Belastungsdichte, Pause. Die Pausendauer zwischen zwei Sätzen oder Übungen bestimmt die Belastungsdichte des Trainings. Kommen wir zur Ausführung. Die Bewegungsausführung wird in der Regel mit langsam, zügig und schnell vorgegeben. Genauer ist die Angabe der sogenannten Kadenz. Diese gibt ganz konkret vor, in welcher Geschwindigkeit die jeweilige Kontraktionsform zu absolvieren ist. Beispielsweise ist bei der Angabe einer Kadenz von 2, 0, 4 eine 2 Sekunden lange konzentrische und eine 4 Sekunden lange exzentrische Muskelarbeit gemeint. Die 0 Sekunden geben an, dass keine isometrische Phase vorhanden ist, sodass die Bewegung flüssig auszuführen ist. Kommen wir zur Trainingshäufigkeit bzw. zur Trainingsfrequenz. Dies ist die Anzahl der Trainingseinheiten pro Woche. Hier noch einmal die komplette Übersicht.
kommen wir zum Training der Maximalkraft. Deine Muskulatur muss beim Training stets leicht überfordert werden, damit sie zum einen an Volumen gewinnt und zum anderen auf ein neues Grundniveau angehoben wird. Durch diese leichte Überforderung kommt es zu kleinen Verletzungen der Muskelfasern, den sogenannten Mikrotraumen. Mehr Informationen dazu bekommt ihr im Video Muskelkater Faktencheck. Durch die Einlagerung neuer Proteine werden die Muskelfasern nicht nur repariert, sondern gleich zusätzlich noch gestärkt, damit die Muskeln auf die erhöhten Belastungen vorbereitet sind. Somit passt sich der Körper den Trainingsreizen durch eine Muskelfaserverdickung, einer sogenannten Hypertrophie, an. Aufgrund dieser Anpassung muss sich der Trainingsreiz natürlich erhöhen, um eine weitere Muskelfaserverdickung und die daraus resultierende erhöhte Leistungsbereitschaft hervorzurufen. Für eine detaillierte Erläuterung, wann, wie und in welchem Maße Trainingsreize gesetzt werden sollten, können wir euch unser Video Superkompensation empfehlen. Um die Maximalkraft zu trainieren, bedarf es für Anfänger ein Vorabtraining, da das Verletzungsrisiko bei falschen Bewegungsausführungen in Verbindung mit den hohen Belastungen sehr hoch sein kann und somit der Trainingserfolg ausbleibt. Das heißt, dass mit einer Intensität von 60-80% der Maximalkraft trainiert werden sollte. Ein Vorschlag hierfür wäre bei 60% 12-14 Wiederholungen, bei 70% 10-12 Wiederholungen und bei 80% 8-10 Wiederholungen. Anfänger sollten mit 3 Sätzen bzw. Serien beginnen und sich sukzessive auf 8 Serien steigern, wobei eine Pause von 2-4 Minuten eingehalten werden sollte. Die Trainingshäufigkeit sollte je nach Leistungsstand zwischen 1-4 Mal die Woche liegen. Es muss jedoch zwingend darauf geachtet werden, dass sich der Körper vor Setzung eines neuen Trainingsreizes vollständig erholt hat. Bei der Bewegungsausführung ist ebenfalls darauf zu achten, dass die Übungen langsam und korrekt ausgeführt werden. Kommen wir speziell zum Maximalkrafttraining. Wie bereits in unserem Video Begriffsbestimmung der Maximalkraft erläutert, geht es um das einmalige Heben oder Drücken eines Gewichts bzw. das einmalige Überwinden eines Widerstandes. Somit liegt nahe, dass beim Training die Wiederholungszahl bei einer einzigen Wiederholung liegt. Das Gewicht bzw. der Widerstand kann bei den weiteren Sätzen bzw. Serien reduziert werden, da wir bei dieser Art des Trainings keine Möglichkeit haben, bei der Wiederholungszahl individuell nach Ermüdungsgrad zu reagieren und zu korrigieren. Diese Art des Trainings ist sehr intensiv, da wie bereits erwähnt alle Muskelfasern des beanspruchten Muskels rekrutiert und innerviert werden. Durch dieses sehr intensive Training wird viel Energie verbraucht. Entsprechende Pausen von bis zu 5 Minuten sollten zwischen den Serien bzw. Sätzen eingebaut werden. Auch die Pausen zwischen den jeweiligen Trainingseinheiten ist bei solch intensiven Belastungen länger. Hier ist die Empfehlung, mehrere Tage zwischen den Trainingseinheiten zu pausieren, da sonst die Gefahr einer Überlastung und somit negative Folgen auf den Trainingseffekt und dem Zustand des Körpers besteht. Mehr zur Überbelastung bzw. zum Thema Übertraining erfahrt ihr im Video Superkompensation. Aufgrund dieser doch erheblich einschränkenden Tatsache und dem enorm erforderlichen Maß an Motivation, all seine Kräfte zu mobilisieren, trainiert man die Maximalkraft meistens mit 3-6 Wiederholungen je Satz. Somit wird das Gewicht bzw. der Widerstand auf 75-90% der Maximalkraft reduziert. Auf diese Weise kann der Sportler häufiger trainieren. Somit sind die Sätze bzw. Serien je nach prozentualer Wahl der Maximalkraft auf 5-8, je nach individuellen Trainingszustand, zu wählen. Die Übungen zum Maximalkrafttraining werden ohne Schwung, ohne Rotation oder andere komplexe Bewegungen durchgeführt. Hier wird vor allem auf die langsame und korrekte Bewegungsausführung ohne Einwirkung von Scherkräften geachtet.
Dies wird auch intramuskuläres Training genannt und ist nicht für Anfänger gedacht. Denn das Verletzungsrisiko bei falschen Bewegungsausführungen in Verbindung mit den hohen Belastungen kann sehr hoch sein. Aus diesem Grund empfehlen wir dringend im Vorfeld ein mindestens 7-wöchiges submaximales Krafttraining für Anfänger. Wichtig ist, dass eine Vielzahl und Vielfalt an Trainingsreizen gesetzt werden muss, um Trainingserfolge langfristig zu erreichen. Somit ist ein individuell abgestimmter Trainingsplan auf den jeweiligen Trainingszustand des Trainierenden von immenser Bedeutung. Hier sind vor allem Punkte wie Trainingsprinzipien, Aufbau des Muskels und Energiebereitstellungsprozesse zu nennen, zu denen wir bereits Videos für euch vorbereitet haben. Denn es heißt ja nicht umsonst in unserer Theoriereihe No Brain, No Gain, wo kein Köpfchen dabei ist, kann auch kein Zugewinn stattfinden. Wenn euch unser Video gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen hoch und abonniert uns. Ihr dürft unseren Kanal natürlich auch gerne weiterempfehlen. Die typischen Wege brauche ich euch nicht zu erläutern. Für Kritik, Anregungen oder Nachfragen stehen unsere Türen jederzeit offen. Schreibt uns einfach unter diesportlehrer@googlemail.com oder besucht uns auf Instagram. @die_sportlehrer oder auf YouTube unter #die_sportlehrer. Bis zum nächsten Mal, die Sportlehrer. Discover your athletic spirit.